Kian! Kian! Du musst uns helfen! Wieso? Was ist denn? Es ist der Simui. Er ist im geweihten Land. Ich habe ihn gesehen, gerade eben. Der Simui? Das ist absolut unmöglich. Nein, es ist wirklich wahr. Hilft uns! Der Simui? Im geweihten Land? Den Simui gibt's in Wahrheit gar nicht. Das ist nur so eine Geschichte. Du musst irgendein anderes Tier gesehen haben. Hast du ihn wirklich gesehen? Oh ja, im Wald. Er war so riesig wie zwei Giraffen. Genauso wie Rafiki es gesagt hat. Und seine Zähne waren schärfer als Krokodilzähne. Ist das wahr? Ich sag es nur noch einmal. Es gibt ihn nicht. Es gibt keinen Simui. Ich hab Angst. Und wenn der uns jetzt alle auffrisst? Oh, vielleicht gibt's ihn ja doch. Schön, dass ich eure Aufmerksamkeit habe. Dann lasst euch mal von einem Experten alles über den Simui erzählen. Du weißt über den Simui Bescheid, Onkel Timon? Was heißt Bescheid wissen? Timon ist das einzige Geschöpf im geweihten Land, das sie überlebt hat. Die Begegnung mit dem Simui. Also ist es nicht nur eine Geschichte? Ihr habt den Simui beide gesehen? Timon jedenfalls, oder Timon? Ha, das kannst du aber laut sagen. Mehr oder weniger? Mehr oder weniger? Naja, also ich nicht so direkt, aber ein Freund vom Cousin von meiner Mutter kennt einen Ochsen, der hat ihm erzählt, er hat den Simui gesehen. Und der hat ihn aufgefressen. Der Horror! Oh nein! Moment, wenn der Ochse gefressen wurde, wie kann es denn dann sein, dass er die Geschichte noch erzählt hat? Oh, gute Frage, Timon. Ja, das müsste man den Ochsen fragen. Aber es zeigt doch nur eins. Nichts kann den Simui aufhalten. Was sollen wir denn jetzt machen? Da kann man gar nichts machen, Kleine. Naja, vielleicht kann er da nichts machen. Aber wir sind die Garde der Löwen. Wir werden das finden, was du vielleicht gesehen hast. Und wenn's wahrhaftig der Simui ist, verjagen wir ihn aus dem geweihten Land. Ja, und wenn er uns dabei auffrisst. Was ist unser kleiner Banga doch für ein lustiger Draufgänger? Na los, bis zum Ende des geweihten Landes ist die Garde festen Standes. Und wenn wir unsere Freunde auch nur vor der albernen Geschichte von Rafiki schützen. Ich kann nur hoffen, dass du recht hast, Kion.